Servus, ich grüße dich. Der Helmut ist hier mit einem neuen Video zum Thema Der Spiegel. Und ich freue mich wirklich, dass du mit dabei bist und ich hoffe auch, dass wirklich nur Zielpublikum dieses Video angeklickt hat. Vorweg der Disclaimer, dieses Video ist ein extrem wertvolles philosophisches Video, wo es um die Welt und um uns geht. Und ich hatte letztens ja schon ein Video gemacht, wo ich mir die deutschen Staatsbürger darin betroffen war, wo ich aber sage, ich glaube, Österreich ist gleich. Heute habe ich einen Videoausschnitt aus Österreich und zwar aus 1970. Und ich finde das einfach super interessant von der Meinung. Also heute in dem Video geht es auch um die Eliten und die Verschwörungstheorien, weil Eliten hat es ja noch nie gegeben. Die gibt es nicht, das ist alles Verschwörungstheorie, dass da irgendwelche reichen Leute irgendwo versuchen, etwas zu bestimmen. Das ist irgendein Idiot, der einen James-Bond-Film verwechselt hat, ne? Weil Eliten gibt es ja nicht. Und ja, im Grunde darum geht es in dem Video heute. Und ich zeige dir einen Ausschnitt aus 1970, was damals eigentlich Sache war. Und ich sage jetzt eben schon vorher böse vorweg, es kommt der Ausdruck Futuristen oder Futurforscher, ich keine Ahnung, also Zukunftsforscher, aber ist 1970 war super vogue, irgendwie das anders zu sagen. Das nannte man die modernen Propheten und es kommt dann auch noch eine amerikanische Expertengruppe vor, die ja das vorausplant und voraussagt. Und diese Menschen, die haben nie reiche Leute gesehen. Also die Futuristen haben nie reiche Leute gesehen, die denen irgendwie eingeimpft hätten, was die sagen sollen, wie die Zukunft passieren wird. Noch die amerikanischen Experten haben jemals mit Eliten oder reichen Menschen irgendwie zu tun gehabt. Aber schauen wir es uns an. Ich finde es witzig, überhaupt aus den 70er Jahren. Die Futurologen, das sind die Propheten der Gegenwart, sagen der Menschheit enorme Dinge voraus. Der Österreicher hat allen Grund, frohgemut in die Zukunft zu blicken. Sein optimistisches, zukunftsgläubiges Wesen hat längst alle Voraussetzungen für das Inkrafttreten einer spannenden, großdimensionalen Zukunft geschaffen. Einer Zukunft, für die eine amerikanische Expertengruppe einen Fahrplan aufgestellt hat. 1978 Vorbeiflug bzw. Landung von bemannten Raumschiffen auf Mars und Venus. 1982 Ersatz menschlicher Organe durch Kunstprodukte aus Plastik und elektronische Geräte. 1983 Pharmazeutika, die Persönlichkeitsveränderungen am Menschen herbeiführen können. Die Schöpfung einfacher Lebensformen im Laboratorium, die künstliche Beeinflussung des Wetters und die Möglichkeit, synthetische Eiweißnahrung großtechnisch herzustellen. Die Wohnformen der nächsten Jahre werden sogenannte Megastrukturen sein. 200 Stockwerke hoch und 32 Kilometer lang. Ein Teil der Menschheit wird auf Plattformstädten leben, die untereinander durch großzügig angelegte Untergrundbahnen und Expressstraßen miteinander verbunden sind. Städte und Verkehrseinrichtungen sind mit Kunststoffglocken überdacht, die das ganze Jahr über ein ideales Klima vermitteln. Ist das nicht interessant? Also Österreich ist ja eigentlich damals Deutschland minimum 10 Jahre hinten nach gewesen. Aber selbst in Österreich hat man geträumt 1970 schon von diesen Megastädten auf Stelzen, alles per U-Bahn. Dass man in den 80er Jahren schon Medikamente erfinden wird, wo man einfach nur per Medikamenten sagen will, was man für Psyche oder für Persönlichkeit haben will und so weiter. Also schon irgendwie künstliche Intelligenz, bitte nehmt uns das Leben ab. Nicht selber nachdenken, wie man irgendwie seinen Charakter gestalten soll, sondern da wird es dann Pharmazie dafür geben und so weiter und so fort. Und alles hip und hier und da. Und das Krasseste fand ich wirklich in den 70er Jahren, dass die damals schon von synthetischer Ernährung geträumt haben. Und ich glaube, das waren bestimmt die Kleinbauern, die dahinter waren und mit den Futuristen geredet haben, dass sie unbedingt synthetische Eiweißstoffe und synthetische Nahrung herstellen wollen. Ich glaube, die Kleinbauern haben ja alle gewechselt dann und jeder Fabrik für synthetisch. Na, ich glaube, das sind die großen Tech-Giganten, doch die Eliten. Scheiße, da bin ich jetzt an irgendwie, kann ich gar keine Ausrede für die finden irgendwie. Und das finde ich so echt so richtig super geil, zu einer Zeit, wo die meisten, die in Österreich gelebt haben, noch nicht einmal fließend Wasser hatten,
sondern es gab im Gang irgendwie, also nicht mit dem Dorfbrunnen, aber die meisten Blöcke in Wien überhaupt, da war es Klo am Gang, Wasser am Gang, du hattest keine Wohnung oder wenige Wohnungen, gab natürlich schon, aber die meisten Wohnungen hatten noch nicht einmal fließend Wasser irgendwie, war alles noch hauptsächlich allgemein. Aber schon super davon träumen, hey, synthetisches Eiweiß uns reinhauen, voll super. Und Dächer, Städte werden überdacht sein aus Plastik, prima, zum Mars werden wir geflogen sein. Das finde ich geil. Auch wie wir geworden sind, denn in dem gleichen Interview oder in der gleichen Doku gibt es ein geiles Interview, das zeigt, wie die, das Volk so die Zukunft Österreich sieht. Und das sollten wir uns auch mal unbedingt reinziehen, weil das schlägt echt wirklich alles. Noch ist die eine Frage allerdings zu klären, wie die Österreicher selbst diesen Zukunftsberechnungen gegenüberstehen. Stehen sie mit Optimismus und großen Chancen oder stehen sie, wie einer von ihnen sagt, mit Fleckerlbotschen in den Startlöchern? Was halten Sie von der Zukunft Österreichs? Ich sehe die einzige Zukunft dieses Landes im Mittelschulsystem, im System der österreichischen Mittelschule, wie es immer war. Es ist die einzige Rettung vor Rauschgift, Juden, Alkohol. Aber bitte mich nicht zu zitieren. Ja? Ja. Ist das geil? Verstehst du, was ich meine? Da kommen Wörter vor, die darfst du heute noch nicht einmal mehr sagen irgendwie. Und das ist so, wie das Volk die Zukunft Österreichs gesehen hat irgendwie. Das fand ich sehr interessant, was ja aber wieder nicht ausschließt irgendwie, dass wir uns nicht von irgendwelchen synthetischen Proteinen ernähren sollen, weil der Mittelschullehrer ist ja vielleicht auch irgendwie cool drauf und sagt, naja, passt schon, die Technik ist super, das ist ja toll irgendwie oder so. Aber ich finde das einfach super interessant, so eine Zeitreise zu machen, denn vielleicht geht es dir so wie mir, dass du dich fragst, wie kommt denn eigentlich alles so zustande, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist unlogisch. Also ich sehe keine Leute, die sagen, hey super, wie ich im letzten Video gesagt habe, ich habe einen Apfelbaum gepflanzt, ich ernte jetzt meine Äpfel, sondern alle schreien rum und sagen, hier, wo kommen die Stacheln her, die nur Disteln gesät haben, Zeit ihres Lebens und heute rummotzen, dass sie im Stachelfeld irgendwo leben. Und das erschien mir alles irgendwie sehr, sehr unlogisch und deswegen finde ich solche Zeitdokus irgendwie interessant, dass du einmal siehst, wie der Alter 1970 in Österreich, also deutsche Zeit, wenn du aus Deutschland bist, 1960 in Deutschland, der Traum von zum Mars fliegen, alles komplett sinnlose Sachen, nichts irgendwie etwas auf Menschlichkeit aus, mehr Liebe, mehr Geborgenheit, mehr sonst irgendetwas. Liebe Geborgenheit, das werden wir uns schon dann über Pharmaindustrie besorgen können. Zack. Und wie gesagt, ich glaube, die sind, also die Futuristen und die Propheten der Neuzeit, ich glaube, die sind alle von den Kleinbauern bezahlt worden. Niemals wahrscheinlich irgendwie von den Eliten oder so. Damit bin ich mit dem Video eigentlich am Ende, beziehungsweise am Ende dieses Videos sollte dir einen Anstoß geben darüber, wie kommt denn jetzt eigentlich alles her? Und ich möchte das nicht sehr klamüsern für dich. Denk wirklich selber darüber nach. Ich war ja genauso, also ich nehme mich da nicht aus. Den Fortschritt irgendwie beklatscht mit gewissen Sachen. Und wir haben das, glaube ich, ja zu der Zeit noch gar nicht richtig verstanden, weil zu der Zeit dachte ich mir, der Zukunftsforscher voll super und das ist alles toll. Und da war ganz einfach, was dieses Klassische von den Amerikanern, ewige Wachstum wird sein. Ne? Alles war dämonisiert, die Amis haben ja gewonnen den Zweiten Weltkrieg sozusagen. Die deutsche Mentalität ging sowieso unter, ich weiß nicht, ob die jemals dem Marxismus irgendwie zugewandt war. Auf alle Fälle war nach dem Zweiten Weltkrieg ja die große Spaltung in Ost und West, in die freie Marktwirtschaft und das Verbrechen, das die aus dem Marxismus gemacht haben eigentlich. Weil das, was Ostblock ist und als uns als Kommunismus verkauft wurde, das war nie etwas, über das der Marx, also
da haben die irgendwas aus dem Zusammenhang gefetzt gesagt, der Marx hat so gesagt, aber eigentlich völlig aus dem Zusammenhang in die falsche Richtung. Der ist total verlogen dargestellt worden. Also gab es das irgendwie nicht und wir waren dann eben drin, hatten ja gar nicht die Möglichkeit. Die tollen Kleinbauern, die Eliten halt, haben sich damals alles unter den Nagel gerissen, glaube ich. Ich würde sagen, es ist so nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wirklich, es hat schon vorher begonnen in der industriellen Revolution, aber ich glaube so nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das so richtig manifestiert, könnte man sagen, oder legalisiert irgendwie in Europa. Davor war es, glaube ich, mehr in Amerika, Deutschland, irgendwie. Die Deutschen waren schon ziemlich ein krasses Volk auch, muss man sagen, wenn man so die Geschichte anschaut. Und das ist aber so und ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir das akzeptieren sollten. Also dass man nicht so sagen, wie waren die damals deppert, sondern wir waren so blöd. Also ich, 1970 war ich halt noch nicht geboren im Grunde, aber ich bin ja mit dieser Bewegung aufgewachsen, mit dem das Bejubeln der Amis, war ja jeder, die reiche Tante aus Amerika, Amerika, ich weiß das als Kind, war ja mein Ziel, das ist uns ja im Westen, Amerika ist uns ja als das bessere Österreich verkauft worden. Also Österreich 2, Amerika ist quasi Österreich 2.0, einfach viel, viel geiler, so in der Art. Demokratie und freie Marktwirtschaft, irgendwie eigentlich ganz komisch. Und wir sind von Lehrern, von allen bejubelt worden und haben das ja natürlich angenommen, ohne dass wir selber jemals, also ich habe nie nachgedacht. Deswegen sollte man nicht sagen, die anderen, alle sind schuld, sondern wirklich nachdenken. Dann kommen wir eigentlich drauf, es kann nur so zugehen auf der Welt, wie es aktuell zugeht. Weil die Samen, die da gesät wurden in den 70er und 80er Jahren, die gehen jetzt auf im Grunde. Und es gibt jetzt Gott sei Dank eben diese Woke-Bewegung, die dagegen ankämpft. Die sagt, hey, alles scheiße hier. Sehr viele gibt, die irgendwie wieder zurück zur Natur wollen und so weiter. Das sind ja alles Bewegungen, die daraus entstehen. Schlimme ist, da ist auch weder richtig noch falsch, damit, weder richtig, weder der Heil noch die Hölle darin. Es ist alles immer 50-50 wahrscheinlich, so ein Mix. Das ist da, glaube ich, im Grunde jetzt auch keine Ad-hoc, das glaube ich nicht, dass es irgendeine Ad-hoc-Lösung jetzt an der, dazu geben kann. Aber okay, so ist die Welt. Deswegen, das Video sollte anregen zum Nachdenken, so dass du dein Spiegelbild erkennst. Eigentlich sollten wir dann happy sein, wenn wir uns im Spiegel erkennen und sagen, hey, wie cool, da sind wir. Oft ist das halt nicht der Fall, aber es ist auch okay. Und in dem Sinn, ich sage Servus und alles Gute.